Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. In diesem Video fangen wir mit den Hybrid-Nationen-SBCs an und das Ganze lohnt sich auch wirklich komplett abzuschließen, denn wir bekommen hier Packs im Wert von ca. 165.000 Coins und wir bezahlen dafür gerade einmal nur 30.000 Coins. Ich denke, das ist ein grandioser Deal, um vielleicht gerade mit FIFA 22 zu starten. Vielleicht seid ihr auch schon etwas weiter, aber trotzdem, das lohnt sich auf jeden Fall mitzunehmen. Als Gruppenbelohnungsbonus kriegen wir hier ein seltenes Megapack im Wert von 55.000 Coins, aber das erst, wenn wir hier alle SBCs abgeschlossen haben. Vierer, Sechsfach, Elite Achter und Rund um die Welt. Rund um die Welt, hier bekommen wir ein Set im Wert von 50.000 Coins, Elite Achter, ein Pack im Wert von 45.000 Coins und ja, das Goldspieler-Pack hat noch einen Wert von ca. 12.500 Coins. Wir starten jetzt mit der Vierer SBC. Okay, gehen wir rein und das sind die Bedingungen. Länderregion genau 4, Spieler aus demselben Land, derselben Region max 4, Spieler aus einem Verein max 4, seltene brauchen wir ja genau 4 Karten, Teamgesamtbewertung von 70 wird erfordert und eine Teamchemie von 80. Wie ihr es aus meinen vergangenen Videos vielleicht bereits kennt, gehen wir hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Ihr braucht dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Ihr könnt diese Karten auf dem Transfermarkt also 1:1 nachkaufen. Okay, jetzt legen wir los. Let's go. Und damit haben wir diese SBC schon erfolgreich abgeschlossen und das Ganze müsst ihr jetzt nur noch abgeben. Okay, das tun wir einmal und holen uns das Elektrum Spielerpack an. Das hat auch einen Wert, aber das ist nicht genau bezifferbar. Ansonsten, die anderen Packs sind auf jeden Fall besser und das ist eine SBC, die wir unbedingt dafür brauchen. Insgesamt habe ich für diese SBC, die Vierer SBC, 6.600 Coins bezahlt und ja, das ist ein nötiger Schritt, um den ganz großen Packs mitzunehmen. Und jetzt, ja, machen wir den nächsten Schritt und wir werden das Pack öffnen und mal gucken, was wir daraus ziehen. Okay, und das ist eine Silber-Rare-Karte. Dahinter kann sich aber auch noch natürlich auch ein paar Goldspieler verstecken. Und das tut's auch. Und ich denke mal, wenn wir jeden einzelnen Spieler auch hier verkaufen werden, dann bekommen wir auf jeden Fall unseren Preis wieder zurück. Und das Gute ist, die Spieler sind auch alle tradable, die wir hier ziehen. Das heißt, wir können jedes Item und jeden Spieler zu Coins machen, wenn wir das denn auf dem Transfermarkt anbieten. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser SBC weiterhelfen und wenn ich das getan habe, dann könnt ihr mir auch gerne weiterhelfen, indem ihr vielleicht einen netten Kommentar da lasst, ein Like oder wenn ihr zukünftige SBCs nicht verpassen möchtet, dann abonniert auch gerne komplett kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.